Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sleeping Dogs. Für den Anfang mal ein bisschen geschälte Musik hier, bevor es weitergeht Richtung Krankenhaus. Denn beim letzten Mal haben wir Sleeping Dogs, oh Gott, das ist wieder ein Anfang. Nein, natürlich Dog Eyes nicht zur Strecke gebracht, aber doch, könnte man wohl so sagen. Denn wir haben Dog Eyes bei Mrs. Shu abgeliefert und ich glaube, die hat nicht so schöne Dinge mit ihm vor, denn schließlich war er daran beteiligt, dass ihr Sohn Winston gestorben ist. Für die Mission haben wir noch einen Bericht bekommen. Und zwar, den müssen wir erstmal suchen. Über Broke Nose. Ich weiß gar nicht. Ah, Jiang, genau. Das ist nämlich auch eine der Red Poles. Genau, die nette Dame hat uns ja einmal schon gerettet. Gerücht, Red Pole, Broken Nose, Jiang, Codename Dragon, streng geheim. Im Folgenden handelt es sich um Gerüchte über Broken Nose, Jiang, eine Red Pole der Sun Oni und potenzielle Verbündete von Winston Shu. Na, war sie zumindest. Na, ich kenne zwar ihren echten Namen nicht, bin aber sicher, dass sie bereits aktenkundig ist. Die meisten einfachen Gangster fürchten sie. Man ist sich einig, dass sie sich nach oben gemordet hat, wie sie jetzt anhört. Manche schlafen sich nach oben, manche morden sich nach oben. Und hat auch vor, weiteren Morden nicht zurückzuschrecken. Was? Gemordet hat und auch vor weiteren Morden nicht zurückschrecken würde. Achso, alles klar. Außerdem misstrauen die meisten Männer einer weiblichen Anführerin. Insbesondere die Sun Oni im Prostitutions- und Pornogewerbe hassen sie. Sie befürchten, sie könnte ihre Geschäfte untergraben, und ich denke, sie haben recht damit. Da ich keinen direkten Kontakt zu ihr habe und Winston nicht mit Frauen zusammenarbeitet, weiß ich nicht, ob die Gerüchte zutreffen. Außerdem werde ich zunehmend misstrauisch bei euch. Ist meine Zahnung noch intakt? Wer das nicht geschrieben? Hat das Ray geschrieben? Egal, das verwirrt mich immer mehr. Diese Berichte widmen wir uns lieber der Hauptmission, denn wir sollen jetzt zum Krankenhaus fahren. Dort haben sich, wie es aussieht, einige Red Poles getroffen, unter anderem auch Big Smiley und eben Broken Nose Jim, von der wir gerade den Bericht gelesen haben. Und wir haben die Nachricht persönlich von Onkel Po, den Drachenkopf der Sun Oni, bekommen. Und währenddem mal wieder die Grafiken ein bisschen nachladen müssen. Meine Herren, ist auch mal blöd, jetzt von North Point zum nächsten Stadtteil nach Central zu fahren. Aber gut, was sollen wir machen? Hä? Hier ab? Ah, da müssen wir lang. Wow, der steuert sich aber nicht so gut wie das Fahrzeug, das wir letztes Mal da geklaut haben. Jetzt sind wir wieder in diesem Versteck, wo wir unseren Polizei mal getroffen haben für Schießübung. So eine kleine Abkürzung hierher. Und jetzt kommen wir also wieder auf die, ja, ich will immer Autobahn sagen, aber das kann man ja nicht als Autobahn bezeichnen. Alter, und diese Straßensperren hier im Weg stehen. Ja, ich weiß, wir müssen zur nächsten Hauptmission. Gefälligkeitsmission könnten wir vielleicht auch mal bald wieder machen. Mache ich dann nach dieser Mission hier, dass wir uns ein paar Nebenaufgaben widmen. Für die Polizei haben wir momentan ja nichts zu tun. Deswegen gehen wir den Hauptaufgaben der Triaden jetzt nach. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt im Krankenhaus laufen wird. Ein paar Gesundheitsscheine könnten wir theoretisch auch mal wieder suchen. Wow. Auch jede Menge Gefälligkeitsmissionen habe ich hier auf dem Weg jetzt schon gesehen. Da gibt es noch einiges zu tun. Zu schlagen mit unfallfreie Fahrt. Da bin ich nicht so scharf drauf. Aber wenn wir das auch noch mitnehmen können, warum nicht? Jetzt hier sind wir bei der Polizeistation. Das ist auch in vielen amerikanischen Städten so, oder täusche ich mich da, dass die Polizeistation immer in der Nähe der Feuerwehr und von Krankenhäusern ist. Ist das ein Zufall oder irgendwie eine Strategie hinter, kann ich mir vorstellen. So, jetzt sind wir schon im Krankenhaus angekommen. Und ich fürchte irgendwie, dass das in einer Schießerei enden wird. Es ist ein Ort, einen temporären Chairman zu wählen, bis du gut bist, Onkel. Ein Mann, der weiterhin, wie du wünschst, wenn
They were brazen enough to attack a wedding. We have to assume 18K will be coming after us. I know that you are right. Wei, my boy. Uncle, you're okay. Thanks to you. Sister Jiang told me about the troubles between you and Big Smile Lee here. Is this Big Smile Lee? You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Pakmak, see to it that Wei is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Han Ji. It's time to make him a Red Pole. Your initiation is young Liang. He has been selling to schoolgirls and was ordered to stop. He switched to the 18K instead. Make an example of him. Thank you. I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you. Uncle, we still need to decide who will lead us. What about you, Pakmak? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, Uncle. I am your advisor. I cannot lead in your place. So, if not you, who then? Chu Chin Sao. He is your true nephew, your blood, legacy Toya. Who better to preserve your wishes and keep the family together? Chu Chin, can you handle this responsibility? Temporary chairman? Yes, Uncle. I am ready and grateful for the opportunity. Pakmak, see that it is done. Okay. Wir werden also zum Red Pool ändern. Und jetzt wollen wir erstmal Jackie anrufen. Doch keine Schießerei, wie vermutet. Na gut. Hey Jackie. Jackie, it's Wei. Where are you? Getting a massage, man. I tell you, the girls here are... Listen, I got some news. I'm on my way over. We got an errand to run. See you in a few minutes. Okay, dann holen wir mal Jackie von seiner anscheinend netten Massage ab und haben einen kleinen Auftrag zu erledigen. Und wir haben es gerade erfahren, Onkel Po gibt seinen Drachenkopfposten zumindest vorerst ab und wir haben gerade auch das erste Mal Big Smile Lee gesehen, der sich natürlich gerade in den Vordergrund drängen wollte, als Onkel Po gefragt hat, wer denn sein Nachfolger werden soll. Aber da ist noch die gute Broken Nose Jiang dazwischen gesprungen. Hat sie taktisch ganz clever gemacht, denke ich. Und wir werden jetzt wahrscheinlich, oder sind jetzt schon, zum Red Pool ernannt worden. Da haben wir gerade irgendein Symbol überreicht bekommen von Pakmak, dem engsten Berater wohl von Onkel Po. Das scheint ganz okay zu sein. So, Jackie, wo bist denn du? Mit Jackie in Massagesauna treffen, okay. Da sehe ich erstmal etwas blinken. Das wollen wir uns natürlich vorher noch eben holen. Und zwar $5,000, immerhin. So, jetzt ist nur die Frage, wo der Eingang ist. Zum Massagesalon. Hier sieht es doch ganz gut aus. Was ist er denn da? Jackie, you're gonna love this. What's going on, Wei? Well, you're about to become a full member of the Sun Han Yi. Fuck me! Are you sure? 100%. Yeah, baby! Fucking did it! Yeah! Oh, don't worry about it, my man. It'll be your turn soon. Jack, they're making me a Red Pole. What? Holy shit, Wei! Holy shit! Oh, ich bin ein bisschen höher als du, wa, Jackie? Okay. Sehr, sehr geil. Dream finally comes true. No shit. Hey, wait. Don't think I don't appreciate it. I know it wouldn't have been possible without you. No problem, Jackie. Man, you want to get a massage before we go? My treat. Come on, man. Best way to celebrate. You won't believe what these girls can do. Okay, da können wir dann wohl nicht widerstehen, oder? Chef, ihre Sinne füllt Anzeige schnell etwas schneller. 1200 kostet eine Massage. Na gut, eigentlich wollte Jackie die ja bezahlen. Warum nicht?
Okay, gerade ein kleiner Soundblock hier. Da sind die Gespräche, die im Hintergrund laufen sollten, ein bisschen lauter als die eigentlichen Gespräche. Okay, das war's schon. Ansehen zu was. You know this guy? Holy shit! Young is one of us, way. Came up in old prosperity, just like you and me. Well, he's been dealing a kid. They ordered him to stop a couple of times. Okay. Okay, den scheint Jackie zu kennen. Just that we're in it. Brothers after that. Man, son on ye, brothers. Yeah. Hey. What? I went out with you, mate, the other day. Finally asked her out, huh? How'd it go? Man, I made her laugh so hard. I read that somewhere. That if you make a girl laugh, she'll fall in love with you. I think if you're funny, she'll fall for you. Same thing, isn't it? Boah, mehr oder weniger. Gut, jetzt müssen wir also diesen Drogendealer da zur Strecke bringen, wie es aussieht. Mal gucken, was hier passiert. Hey, in der Galerie nach Young oder Jung suchen. Kommt Jackie mit? Ja. Wir haben keine Waffe, ne? Natürlich nicht. Das finde ich auch so ein bisschen schade bei Sleeping Dogs, dass man hier fast außerhalb der Mission nie mit einer Waffe herumlaufen kann. Na, starten wir mal hier die Mission. Noch mal wieder eine Crew, mal wieder ein bisschen Lockerei hier. Und natürlich auch wieder ein Fatty mit am Start. Alter, der hat ein Messer. Habe ich jetzt erst gesehen. Der hat auch ein Messer. Aua. Na komm, greif mich mal einer an. Natürlich der ohne Messer greift an. Blödes Arschloch, wow. So, Arschloch. Alter, man kann ihn nicht greifen. So war das. So, einmal gegen den Tisch mit dem Kopf. So, immerhin sind die Zivilisten alle wohl jetzt rausgerannt. Wäre auch komisch, wenn nicht. So, Gegner übertroffen. Bams. So, was willst du wieder, du Fatty? Bams und bam. So, den habe ich noch schön gekontert. Jan kann erst verletzt werden, wenn seine Leute besiegt wurden. So, wer ist eigentlich Jung oder Young oder wer auch immer? Müssen wir erstmal alle seine Gefolgsleute hier abschnitzeln, ja? Oh, der Jackie, der Wichser. Machen wir dich mal eben kurz mit dem Messer fertig. Alter, wie viel hätte Messerstiche mäßig denn aus, ey. Ach, ein Fatty ist wieder dabei. Aua, da konnte ich nicht mal kontern. Was ein Arsch, ey. Komm, befreie dich. Sehr schön. Ach, kleine Jackie, kriegst du nicht mal einen da zur Strecke, ey. Aua. Der zieht aber auch ab, ey. Hey, we need to talk to you. Alter. Uncle Poe sent us. Leider ist er ausgewichen bei diesem Konter. Alter, der kontert immer so. Ja, Arsch. Oh, jetzt habe ich Jackie getroffen. Sorry, Jackie. Sorry, Jackie. Alter, den kann man hier besiegen. Und jetzt guckt Jackie da sich die Schaufenster an oder was? Okay, ich glaube, den können wir gar nicht besiegen, oder doch? Ach, das ist der Typ. Das ist dieser Junge. Der scheint ein bisschen mehr drauf zu haben. Okay, den können wir auch wirklich nicht werfen, leider Gottes. Und wir haben schon wieder volle Triadenpunkte. Alter! Sorry, Jackie. Der blockt aber auch alles ab, ey. Der blockt echt alles ab. Meine Fresse, jetzt lass mich noch mal treffen und verprügeln. Oder wir müssen ihn kontern.
Konter wir ihn halt ein bisschen. Alter. Lass ihn nochmal besiegen. Wieso hält er so viel aus? Sorry, Jackie. Junge, Mann, jetzt lass ihn mal ein bisschen treffen. So, geht doch. Hoffen wir jetzt mal. Alter. Scheint auch ein geübter Kämpfer auf jeden Fall zu sein. Eieieiei. What the fuck. Danke, Jackie. Das war vonnöten. Cooles Shirt übrigens. Ich glaube, er hat gerade das erste Mal jemanden ermordet, kann das sein. Ja, wo siehst du? Hast du das Richtige getan, Mann? Take a breath, Jackie. Breathe, man. Did you see the look in the guy's eyes? I didn't expect it to be like that. I always thought about how it looked. I didn't know how it made me feel, you know? You feel it in my stomach. Shit, Wade. Calm down. Look, it'll wear off, okay? Hello. Calm down. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, wenn du wirklich ein vollwertiges Mitglied der Son Oni werden möchtest. So, wo müssen wir jetzt eigentlich zurück? Wo sind wir denn hier? Is it done? It's done. Good, good. Brothers, from today forward, your lives will be forever changed. Because today you are my brothers. We're bound to each other by blood, sworn to protect each other to the death if necessary. With our brotherhood comes duty. You will obey our leader in all things, and you will show your brothers respect always. With our brotherhood comes power. The Son on you does not die. The Son on you does not forget. It rewards its sons with wealth, status, and honor. It protects their businesses and their families. It cares for their children as if they were their own. Our brotherhood pays our enemies with pain, suffering, and death. And none suffers more than a traitor. Betray your brothers, and you will die a thousand times over. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Bis gleich. The Sun on Yi and the gods themselves will burn your soul from your body and crush the ashes with our heels. There are 32 oaths. With them, you are bound together. With them, you become Sun on Yi. Are you ready to begin? So Leute, an dieser Stelle muss ich mal diesen Part beenden. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Sleeping Dogs.